Ich saß relativ weit weg, also aber ich habe es schon gesehen. Also ich glaube, ich bin der Meinung, dass das etwas gar nichts damit zu tun hat, weil sie ist nicht irgendwie am Platz hängen geblieben und dann so der Klassiker, dann kriegst du unten rum und verdrehst das Knie, sondern sie ist einfach kurz zum Stand gekommen und dann ist das Knie weggegangen. Also so hat sie es selber auch beschrieben und auch ihr Physiotherapeut, der ja dabei ist. Also es war auch nichts, keine Ecke im Platz zu sehen oder wo man dann so klassisch sieht, da ist eine Rutschspur und da kommt eine Kante, wo sie drüber geht. Also ich glaube, ich habe selber diese Woche auch mittlerweile auf jedem Platz gespielt, mal mit einer meiner Jüngeren, und die Plätze sind wirklich in gutem Zustand. Also gerade wenn man bedenkt, wie viel das geregnet hat in den letzten ein, zwei Wochen, also die sind wesentlich besser als bei uns im Leistungszentrum Stuttgart, und also da, das wäre reichlich unfair jetzt zu sagen, es lag irgendwie am Platz, aber ich glaube, das wird die Laura selber noch bestätigen. Wir haben auch mit der WTA sofort gesprochen, weil das natürlich sofort auch bei den ersten Musik nicht am Platz. Weder die WTA noch der Referee, also alle, die da irgendwo auch in Charge sind, haben gesagt, nein, das war also nicht der Platz, hat da überhaupt nichts hingekommen. Das ist auch, ja, das ist das, was wir uns auch die Information eingeholt haben. Und also es gibt überhaupt kein daran zu denken, dass es jetzt am Platz liegt. Auch wenn es jetzt natürlich noch keine genaue Diagnose gibt, die Bilder sahen natürlich nicht gerade so aus, als wenn es eine kleinere Blessur wäre. Was muss man befürchten? Oder was haben Sie vielleicht auch für eine Rückmeldung bei dem Abtransport bekommen von Laura Siegmund? Naja, also ihre Gedanken oder ihre, die behalte ich, das ist eher alles in den Kopf. Natürlich geht das ein bisschen zum Kreuzbandriss, weil sie hat gesagt, sie hat schon gemerkt, es hat geknackt und sie hat Schmerzen gehabt. Und also es ist ja auch so diese klassische in ein Loch gerutscht, also mir ist ja selber mal passiert in Budapest vor vielen Jahren. Das ist ja so, du rutscht, bleibst hängen, weil der Platz schlecht ist und knickst unten um. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich kenne niemanden, der sich mal ein Knie verdreht hat wegen eines schlechten Platzes, sondern sowas passiert in der Regel eben, wenn du stehst und dann irgendwie aus einer blöden Situation raus das Knie weggeht. Und ja, das, was mir eine große Sorge bereitet, ist diese erste Reaktion. Ich habe es gespürt, wie es knackt. Und wenn sie das wirklich so gespürt hat, dann habe ich kein gutes Gefühl. Also Sie befürchten eine mehrmonatige Pause? Wenn das so wäre, ja, aber man darf jetzt auch nicht völlig überreagieren. Vielleicht war sie auch im Schock und hat irgendwas anderes gehört. Das ist ja müßig, darüber nachzudenken. Wir müssen einfach, das war auch eher auch über Laura, Krankenhaus, erste Diagnose abwarten und dann reden wir weiter. Also jetzt zu sagen, es ist eventuell und wahrscheinlich und was weiß ich, das wird doch nicht können. Sie sind ins Südklinikum gekommen, Frau Reichel? Ja. Ja, ne? Die Verletzung von der Jeannie Bouchard, ist die auch am Center Court passiert? Haben Sie da Informationen drüber? Ja, da war eine ganz andere Situation. Sie ist zu einem Stopp hingelaufen und also da war auch nicht der Platz schuldig. Ich meine, du hast mir das als Assessorfahrweise in Rom, ist die Frau Halle. Wie war das in Rom? Ja, die hat jetzt gerade getwittert, dass die ist ja in Rom im Finale umgeknickt, aber auch nicht, weil der Platz schuld war, sondern irgendwie halt kurz drüber gegangen über den Fuß. Das ist halt passiert auf Sand, ich meine, das kennt jeder Hobbyspieler. Und jetzt gerade getwittert, ihre Chance für Paris 50-50, weil sie war in Matthäus einen Mann gerissen. Das sind halt bei der Jeannie Bouchard, die ist wohl irgendwie, der Höchststellende hat mir gesagt, die ist nach vorne gelaufen, hat er sie nur angefallen, hat gesagt, komm, und dann ist sie irgendwie so blöd am Netzpfosten, um den Netzpfosten rumgelaufen und da selber, also es war auch blöd einfach, aber sowas, ich meine, das ist Leistungssport, ne? Das passiert, ist dann unglücklich, wenn jetzt sich zwei hier vermeintlich bei dem Turnier verletzen, aber das ist müßig, sich zu erklären, warum gerade jetzt oder warum gerade hier. Also es ist aufgefallen, dass die Laura Siegemund im ersten Satz mal auf der anderen Seite des Platzes moniert hat, bei der Schiedsrichterin, das ein Loch ist, und um Zeit gebeten hat, um das zuzutreten. Das ist mir jetzt in Erinnerung. Aber das ist halt gestern, das hat gestern die Kiki Bertens, und zwar die Katharina Gerlach zieht so furchtbar den einen Fuß nach beim Aufschlag. Und die hat da an einer Stelle den Platz aufgerissen und da sagt die Laura einfach, das ist sehr unebenartig, ja. Das geht ein bisschen so.
Aber das war direkt hinter der Grundlinie, aber. Ja, das ist genau da, wo die beim Aufschlag stehen und die Gerlach diesen Fuß so unten extrem nachzieht und da entstehen natürlich dann so, wenn das immer wieder passiert, und das, aber deswegen sind die ja bei jedem Wechsel zu Gange und machen das glatt und. Aber das ist auf jeden Fall was dieser Welt normal. Also. Verletzungen kommen ja immer zur Unzeit, aber welchen Eindruck hatte Laura Siegen und so jetzt zuletzt auf Siegen noch gerade hier? Es war ein sehr umkämpftes Match, das ging ja auch und runter. Also ich glaube, dass sie dieses Match auf jeden Fall noch gewonnen hätte, abgesehen davon hat sie die Form ihres Lebens. Sie hat gestern unglaublich gut gespielt, heute hat die Gegnerin ein tolles Match gespielt. Ich glaube, es war das beste Tennis, was sie spielen kann. Ich kenne die Kleine auch schon seit längerem aus der Jugend und die Barbora Kreitschauer hat echt toll gespielt heute und es war ganz eng, es war 2 Stunden für bis Ende des zweiten Satzes. Aber das tut mir einfach für die Laura unglaublich leid, weil sie, wie gesagt, für mich wirklich eine war, die in Paris auch sehr, sehr weit hätte kommen können. Die wäre gesetzt gewesen. Und deswegen tut mir das besonders leid, wenn eine Spielerin in so einem Karrierehoch dann so einen Rückschlag erleidet. Und das war auch das, die lag da auf dem Boden und hat gesagt, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Warum gerade jetzt? Also es ist halt so das, die Form ihres Lebens. Und letztes Jahr ist sie in Stuttgart im Finale und ist danach ziemlich krank geworden und hier gespielt. Und ist nach Nürnberg mit so einer Magen-Darm-Geschichte, war krank und war dann wirklich krank gegen Bouchard erst in Hinweisen und kam mit 20% Energie. Und ich habe dieses Jahr nach Stuttgart gesagt, so jetzt ist nur ein Ziel, bleib einfach gesund und fit. Verstehst du mich toll. Wie geschockt sind Sie denn persönlich auch als Wettkampf-Teamchefin über diese Situation? Also was geht Ihnen da zuerst durch den Kopf, wenn Sie sagen, berichten? Oh mein Gott, bitte nicht. Was ging Ihnen da im Kopf? Das Gleiche. Ich habe das darf nicht wahr sein. Ich war ja damals als Betreuerin oder als Coach dabei, als es der Andrea passiert ist beim Australian Open. Also da war ich Coach und da ist sie beim 5. Punkt, geht sie zur Seite und hat kreuzbandriss Knie. Und ich habe in diesen 14 Jahren jetzt auch einiges erlebt, aber sowas ist immer das Allerschlimmste. Also jede Niederlage steckt viel weg und es ist traurig, aber wenn sowas ist, es ist einfach, zerreißt einen innerlich. Also weil die arbeiten so hart und jetzt ist sie wirklich auf dem Zenit ihrer Karriere und dann passiert sowas, es ist einfach schrecklich, dabei zu sein. Und für jedes Turnier vielleicht alles passiert. Frau Reichel, Sie haben ja nach der Verletzung von Jeannie Bouchard schon gesagt, ja, nein, kann man jetzt nicht ändern, Turnier geht trotzdem weiter, aber jetzt langsam, können Sie es nur noch mit Galgenhumor nehmen oder was sagen Sie zu der Situation jetzt? Natürlich, es ist traurig und ich war momentan schockiert, aber das Turnier ist deswegen jetzt nicht zu Ende. Also wir haben heute die Achtelfinalspiele, morgen Viertelfinale, Semifinale, Finale. Es ist jetzt das Turnier für uns nicht zu Ende und auch nicht für die Zuschauer und für unsere ganzen Partner und auch für die Medien nicht. Es ist traurig, ich war auch kurzfristig sehr schockiert, aber ich weiß, dass es trotzdem weitergeht und wir nach all dem, nach dieser traurigen Nachricht, noch sehr viele gute Nachrichten haben werden, weil wir trotzdem, das Turnier geht weiter und wir haben noch auch noch andere Deutsche im Bewerb. Aber das ist leider, das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn dann eine Spielerin sich so schwer verletzt. Aber ich habe das auch schon erlebt. Ich kann mich erinnern, die Mary Pierce damals bei uns in Linz, ja, ist auch so, aber da war nicht, es ist niemand schuld, das ist ehrlich. Man darf jetzt nicht sagen, okay, wer ist denn jetzt wieder schuld? Das ist Leistungssport, das ist harte, das ist einfach hart. Das ist, aber es geht weiter. Zu mir geht weiter und ich würde Sie auch bitten, das ist nicht, das zu sagen, das Turnier ist schlecht oder vorbei. Ich meine, es gehört dazu. Gut, dann an der Stelle vielen Dank. Der Bayerische Rundfunk hat ja auch noch eine Einladung im neuen Frankenfernsehen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden weiter zur Verfügung ist. Vielleicht können wir abwechselnd machen. Ja, und dann raus. Regnet es draußen jetzt oder können wir es? Die Barbara.